zusammen, ich begrüße euch zum zweiten Teil unseres Videos. In Teil Nummer 1 habe ich ja Josi meinen Alltagslook geschminkt. Das findet ihr unten in der Infobox, oben in der Infocard. Ich glaube, die ist hier oder da. I don't know. Und da seht ihr halt meinen Alltagslook. Das ist quasi das fertige Ergebnis. Und ich bin jetzt noch ungeschminkt. Und jetzt darf Josi einmal mich schminken. Gut. Los geht's. Ich werde mal meine Brille abnehmen. Ich sehe jetzt übrigens nicht mehr, ja? Also wenn ich musste ab und zu mal Looky Looky machen. Looky Looky. Ob man da noch was sieht. Wolltest du den nass machen? Brauchst du Fixfluss oder irgendwas? Nö. Okay. Muss man davon 4 nehmen? Nö, ist nur sehr leicht. Also du kannst aufstocken, aber... Okay. Fangen wir mal an. Riechen tut so. Das finde ich sehr unangenehm. Aber ich finde auch die MAC, die Studio Sculpt, die stinkt auch total plastisch. Aber auch die, also die, ich habe von dem hier, von Urban Decay, auch diese Fixing Spray, das riecht auch, also richtig unangenehm. Soll ich auf oder zu? Den Mund? Nee, die Augen! Den Mund? Findest du total krass? Die sieht in der Flasche total dunkel aus. Ist aber nicht, weil sie echt hell. Vor allem wegen so eine Kalkleiche neuerdings. Ich habe den Tag bei Facebook. Da musste ich eigentlich, weil da hattest du bei Snapchat gesagt, du warst im Solarium. Und da habe ich so eine blonde Frau tanzen sehen. So, die sah aus wie ein Lederlappen. Boah, ich war aber nicht. An dem Tag habe ich mich dann doch letztendlich gegen Solarium entschieden. Du hast kaum Augenringe. Naja, Beauty schlafen die Nacht. Mein Freund nicht so viel, schnarcht. Boah, letzte Nacht hat der geschnarcht, ey. Boah. Meiner schnarcht nur, wenn er ein bisschen was getrunken hat. Oder wenn er halt auf dem Rücken liegt, so. Dann brauche ich nur so einschuggeln. Dann mache ich auch ein bisschen mehr drauf. Na, ich bei Benni endlich auch gemacht, aber dann hat er sich auf die andere Seite gelegt und dann hat er trotzdem noch geschnarcht. Was ist das hier? Das Puder-Variante quasi. Also entweder... Versuch das jetzt einfach mal. So, wie du willst. Hier nimmst du mal die. Sieht man. Oh mein Gott. Kontrollierst du dir die Nase? Nee. Nee? Du? Manchmal. Weil, kennst du ja, früh aufstehen. Früh kontrollierst du dir die Nase? Manchmal. Wie gesagt, da muss ich wirklich Lust drauf haben. Josi probiert jetzt übrigens mein Fitnessprogramm aus. Hab schon ordentlich Muskelkater gehabt. Ja, das ist nicht ohne, wa? Das stimmt. Also gut, dass meine Oma mich manchmal nicht hört. Und die Trainer da auch nicht, weil... Aber du kannst auch eine Kamera da anschließen. Hast sie sehen, dann siehst du dich dann. Ja, aber die sehen mich dann, glaube ich, auch. Nein, oder? Die sehen mich nicht. Wenn ihr mich auch vorher mal fragt, sehen die mich nicht? Nein, nicht ich. Oh Gott, doch dick. Ich mach das ja immer auch am Fernseher. Und welche Kurse machst du am liebsten? Also was fällt dir so? Bauchbeine, Po und Fettburner. Also das sind ja die Sachen, die ich brauche. Bin ja jetzt auch bei der Ernährungsberatung. Muss jetzt die Woche erstmal halt aufschreiben, was ich so esse. Und dann, dass das endlich vielleicht mal klappt mit dem Abnehmen. Ist gar nicht so einfach. Mein Freund ist bei ihrem Mann und die essen Pizza. Und ich Josi fragt, was wollen wir denn heute essen? Salat? Oh! Ihr Ernst, dachte ich? Hättest du eine bessere Idee bringen können? Wie nee, Salat ist schon in Ordnung. Hier hängt hier eine Wimper. Ja? Kreuz. Soll ich hochmachen? Irgendwie so? Nee, ich will dir nur nicht wehtun. Deine Mutter früher auch mal zu dir sagt, schön sein, wenn du musst leiden. Ja, oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das hätte ich auch mal Ja, ich habe ja da Gott sei Dank schon alleine gewohnt. War ja relativ schnell zeitig raus von zu Hause. Volljährig geworden bin. Ich glaube, ich bin mit 20 ausgezogen. Ja, also wir haben ja in Bayern gewohnt. Wollte ich ja damals schon nicht mit. Das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Und dann war ich volljährig und war weg. Das Verhältnis ist jetzt halt auch nicht so gut. Aber Mutter bleibt halt Mutter. Lieb habe ich sie trotzdem, auch wenn der Kontakt nicht mehr so ist. Ja, was schade ist, wa? Ich würde jetzt sagen, in dem Licht. Sieht das ganz süd aus. Zeig ich auch hier noch an dir rumgedrückt, wa? So, das hier ist dein
Augenbrauengel? Mhm. Schneiden die dir bei Benefit deine Augenbrauen auch? Mhm. Also die trimmen die so, wachsen und färben. Und dann takeln sie dich danach wieder so ein bisschen auf. Echt? Mhm. Na gut. Wenn man so hört, die haben ja auch ordentlich Preise dafür. 30 Euro. Mhm. Ist echt teuer. Also ich habe ja diese Karte und kriegt das ja Gott sei Dank umsonst. Ich weiß ja nicht, wenn die abläuft, aber... Aber ich sag mal so, wenn du für dein Geld was kriegst, ja, mir wäre der Weg dahin jetzt so zu weit immer. Na, lass wachsen hier in Potsdam, macht das ja auch. Und das war auch nicht so schlecht, da habe ich 8 Euro bezahlt. Habt ihr noch zwei Studios hier in Potsdam, auch in Babelsberg? Genau. Und das finde ich auch nicht so schlecht. Also, nur, also müssen mich ja danach nicht wieder auftaken oder so. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ich krieg's nicht auf. Aber 8 Euro ist schon ein Unterschied. Pike. Danke. Welche Farbe hast du? Ich habe auch so eins. Aber was mich da nervt an diesen... Tempting Grape. Also es ist so... Findest du? Ja, meins ja. Ich habe einen von P2. aus irgendeiner LE. Der ist so pfirsichfarben. Den finde ich... meine Hose ein bisschen einsam. Bisschen abklopfen. An der Hose? Ja. Ich habe zu Hause auf meiner Waschmaschine auch so einen Bezug. Und da klopfst du immer deine Sachen? Ja, wenn zu viel dran ist und das nicht abgeht. An den Sachen? Dann mache ich das immer auf diesen Ding. Meine kann man ja waschen. Ich meine, die wird jetzt nicht unbedingt deine Dirndlitz. Meine Dirndlitz da nicht für benutzen, aber... Ja. Aber der Waschmaschinenbezug, der funktioniert echt super. Ich meine, ich bin in der Waschmaschine... Hast du eigentlich so eine Tageslichtlampe? Im Badezimmer? Nee, oder? Aber ich habe so eine zum. Ich habe mich mal versucht am Nägel machen. Mhm. Ist nicht so meins. Also bin ich zu ungeduldig für. Und da die Nemec ist halt auch so Tageslicht. Weil du hast ja auch kein Fenster im Badezimmer, war. Nee, leider nicht. So. Ich nehme jetzt mal einen von MAC, von mir. Antiqued heißt der. Ich liebe den. Und den gibst du nur so in die Lidfalte? Den gebe ich immer nur in die Lidfalte, genau. Dass das halt so ein bisschen dunkler aussieht nur. Den hast du erst neu für dich entdeckt? Oder? Nee, den habe ich schon länger. Aber ich finde, also sind ja halt relativ teuer von MAC. Ja. Aber mal, ich habe dann noch Club, habe ich zu Hause. Und dann habe ich von einer Freundin damals mal geschenkt gekriegt, Old Gold. Der ist so olivgolden. Der ist auch schön. Nutze ich leider nur viel zu selten. Man hat einfach zu viel Kram auch zu Hause. Ja. Ich will jetzt auch mal für meine Nichte aussortieren. Ah, ich habe auch noch was für dich. Eine Palette, die ich nicht benutze. Entweder für dich oder gibst du sie weiter. Sie ist 11, sie fängt jetzt halt an, guckt halt auch gern YouTube-Videos. Ist halt so die Bibi-Anhängerin, aber... Na gut, mit 11 war. Ja. Es hat gesagt, das, was ich nicht mehr benutze, kriegt sie, kann sie versuchen. Dann muss ich halt ihr Taschengeld dafür nicht so ausgeben. Nee, das stimmt. Guck ich mal kurz an. Achso, Julina hat ja mal gesagt, man soll... Wenn jemand anders dich schminkt, nicht die Augen zumachen, sondern nur so ein bisschen runter. Damit du hier wahrscheinlich... Genau, hast du gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen, aber man soll halt so führen. Hier, die Maya Ray war ja mal bei so einem Blindschminken. Der bringt ja denjenigen, weil die blind sind, sich selber zu schminken. Und der sagt, da kann man sich auch gut hier diesen Knochen ertasten. Und da sollst du dich... Siehst du, vielleicht soll ich nicht ganz zumachen, sondern nur beispielsweise. Die ich immer schade finde, die sehen immer so schnell so abgegrabbelt aus. Für das Geld immer war. Das stimmt. Ich habe auch noch Global Glow oder wie der andere heißt, aber der ist eher sowas für gebräunte Haut. Also nichts für mich zurzeit. Der Sommer kommt. Ja, aber ich werde nicht so schnell braun. Nee? Nee. Du musst doch vielleicht mal Karottensaft trinken. Ja, genau. Soll helfen. Beta-Carotin regt das an. Max King Karottensaft war. Nee. Kann man auch im Pinform kaufen. Natürlich. Bei DM. Nur so als Tipp. Das siehst du dann in meinem nächsten DM-Haul. Karotin. Haben die Muttis früher in Babys immer schon gegeben, Karottensaft, damit sie schön gesund aussehen? Ja, okay, das sagt mir auch noch was, aber so für die... Das doch, also das wirkt, das Karotin sowieso gibt. Und dann steht am nächsten Tag auf ein Orange. Kann passieren. Ja. So, also ich wäre jetzt auch fertig. Ja? Ewig. Ich sehe ja nicht. Ich habe ja keine Brille auf. Ja, also ich würde sagen, mehr würde ich jetzt wahrscheinlich für mich jetzt
Also. Ja, also würde ich rausgehen. Und was war das jetzt für ein Lidschatten? Antik. Und das ist so ein Rost oder so weiter? So ein Rostrot. Gut. Dann habe ich, da hat die Debbie mich draufgebracht. So, und das ist dann der Look von Josi an mir. Und viele sagen ja immer, wir sehen aus wie Schwestern. Ich bin dein moppeliger Zwilling. Aber auf unseren Passbildern beim Ausweis sehen wir wirklich 1:1 gleich aus. Ohne Scheiß. Wem ist aufgefallen? Benjamin. Genau. Eine Katastrophe. So, also ich finde den Look sehr, sehr schön, sehr natürlich. Ich und auch. Ja? Ja. Würdest du so rausgehen? Ja. War jetzt auch nichts. Also ich habe ja jetzt hier keine Smoky Eyes oder so. Maike an mir auch nicht. Bin nicht so der Lidschattenträger. Doch, manchmal. Aber wann hat man da mal die Gelegenheit, sowas zu tragen? So, dann hoffen wir auch, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, den ersten Teil findet ihr unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, wenn wir beide zusammen Videos drehen. Das war jetzt unser erster Versuch. Ja. Und Josi hasst das jetzt schon. Gar nicht. ja, vorhin immer so, ich hasse es. Nein. Ja. Nee. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und gerne Kommentare lassen und ein Däumchen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.